So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Saphir Edition Nuzlocke Challenge. Im letzten Part, ja, da sind wir hier in Baumhausen City angekommen und nun, in diesem Part werden wir gegen Wiebke, die 6. Arenaleiterin, hier in der Höhenregion, gegen die werden wir kämpfen und ich würde sagen, erstmal Lucky, Funkensprung. So, als nächstes kommt wieder ein Smogon, aber ich mag diese Dinger gar nicht, ne, die sind so ekelhaft. Das geht gar nicht, klar, ich mag die überhaupt nicht. Das ist not good Pokémon. Meine Pokémon, meine armen Pokémon, die dürfen bloß nicht verlieren. So, Route 119. Erstmal will ich die ganzen Beeren hier einsammeln, weil ich habe das ja im letzten Part vergessen zu machen. Und, ja, ich würde sagen, auf zum nächsten Trainer. Genau, das war der hier, ne? Oh nein, ich hätte dich nicht gesehen, ey. Wieso, ey? Ja, okay, ich habe den angesprochen, das ist der Fail jetzt daran. Egal. Okay, Stampfer. Jo, das war ein schnelles Ding, Alter. Das war ein Quick. Oh Mann. Oh Gott, ey. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal in Route, wie ist die Route nochmal? Route 120, genau. Denn da werden wir gleich Troy treffen. Ja, Troy, Highschool, ja, Highschool DxD oder Highschool of the Dead, ganz bestimmt. Highschool Musical Style, immer geil, ne, ihr wisst schon. Ich hab's damals ernsthaft geguckt, ne. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Serie damals geguckt. Egal, auf jeden Fall, komm, wir müssen runter, denn da erwartet uns Troy, der uns eine Kleinigkeit zeigen wird. Und was diese Kleinigkeit ist, das werdet ihr dann sehen, sobald wir die Kleinigkeit haben, ne? So, erstmal hierhin, Hallihallischen Troy. Matt, hi, es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Ah, nee. Statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Matt, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Aisa! Matt, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer! Troy setzt das Defenscope ein. Ey, was ist los mit dir? Okay, wir kämpfen gegen einen Kecleon und... Oh, okay. Matt, das ist ein Grund, es zu fangen, ne? Mhm. Egal, bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich bemerkenswert. So, wir erhalten das Devonscope und mit diesem können wir gleich auch in die Arena von Baumhausen City rein, denn das Ding ist, da versperrt ein unsichtbares Kecleon den Weg und ich frage mich, wie das dann aussehen mag bei den Remakes, also bei Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire, weil ich glaube, das würde wirklich alles, das würde mega geil sein, ja, das wäre Chocbusier. Okay, Hypertrank, erstmal holen wir uns, ich würde sagen 14 dann halt und ein paar Supertränke, so für kleinere Wunden, ne, man weiß ja nie, so was machen die? Spielen Gameboy, ne? Sweet. Richtig sweet, ey. Guck der Typ nach vorne. Ich glaube, der oben hat auch Gameboy gespielt, oder? Warte mal. Manche Pokémon entwickeln sich. Verbindungskabel. Ja, ja, das kennen wir alles. Das kennen wir alles. So, auf zur Arena. Hier unten, ne? Ich find's ja auch geil, ne? Dass man einfach so runter kann. Das ist nie im Leben so eine Treppe. Nein, das ist keine Treppe, das ist eine Leiter. So, Devonscope und das Kecleon Fleet heißt also ab in die Arena mit uns. Let's go. So, erstmal hier hin und dann Pokémon. Ne, passt. Bewundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Stampfer. Also so viel zum eleganten Kampfstil, ne? Supertrank einsetzen und dann die nächste Trainerin. So, Stampfer und dann Stampfer. Du bist auch bewegt. Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viel Bock ich auf 3DS-Projekte habe, weil, ja, sind halt 3DS-Projekte, ne? Deswegen, Y wird bald starten und ja, ich bin ein bisschen müde, man merkt's vielleicht. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, hab gefrühstückt und dann dachte ich mir, du musst ein Part aufnehmen. Und, ja, deswegen, verzeiht es mir, aber das kommt noch. What the fuck? Ich werde gleich weiterhin aufnehmen. Vielleicht Justice for All oder so, damit ich ein bisschen wacher werde. Denn, Justice for All ist cool. Ich mag das Spiel. Ja, Phoenix Wright ist immer geil. Liebhaber von Vogel-Pokémon streben dann auch dieser Arena beizutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Oho, ein ganz harter Stampfer, komm! So, Sailor Level 37 und dann nochmal Stampfer. Das Ding ist besiegt. Alter, würdest du jetzt machen? Arigato! Gozaimasu!
so und dann so und dann so. Oh geil, ein Quadrat. Beutel. Ich brauche noch ein paar Supertränke. So. Nee, brauche ich nicht. Ah nee, ich brauche was anderes. Ich brauche ein Elixier, genau. Das war's. Denn wir kämpfen jetzt gegen Wiebke, der 6. Arena-Leiterin hier in der Höhenregion. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben mit Grazie gewonnen. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. Puh, okay, ich würde sagen, let's do this, bitch. Okay, Leiterin Wiebke schickt als erstes Schwalbos in den Kampf ein. Lass mich mal kurz überlegen. Normalflug-Pokémon, dritte Gen, erste Entwicklungsstufe, Weiterentwicklung von Schwalbini. Und deswegen setze ich einfach mal Stampfer ein und das Ding fängt mit Doppelteam an. Dadurch wird der Fluchtwert von dem Pokémon erhöht. Ob dem das jetzt was gebracht hat, ist eine andere Sache. Darüber kann man streiten, aber okay, Notsituation. Damit sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Egal, auf jeden Fall hat Zelda den Kampf gewonnen, wenn auch nur relativ knapp. Jetzt kommt als nächstes Pelipper. Ich würde sagen, wir schicken erstmal Voltenso rein, beziehungsweise Lucky rein, denn Lucky muss hier mit seiner geilen Frisur das Ding irgendwie rocken. Und während Lucky als Wall da ist, können wir Zelda einen Dings geben. Wie heißt das? Einen Trank? Okay. Das ist jetzt scheiße. Okay, Zelda hat einen Trank. Das ist... Schutzschild kommt. Fuck. Komm schon, Lucky, triff! So, jetzt müssen wir drauf. Yes! Okay, ist eigentlich auch klar gewesen, denn vierfach Schwäche plus Step heißt also adieu, Pelipper! So, Altaria ist das nächste. Oh scheiße, nein. Nein, 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 nein. Ich wollte das Pokémon wechseln. Fuck. 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 Wir sind am Arsch, Leute. Das Ding boostet. Scheiße, ja. Das ist jetzt Dreck. Das ist jetzt richtiger Dreck. Zieh das ab. Scheiße, scheiße, scheiße! Fuck! Aber da sieht man einmal mehr, Altaria ist geil. Ah ja, was, ja. Oh, wieso? Oh, Matt! Was hast du gezaubert? Scheiße! Ja, was jetzt? Keins meiner Pokémon hat nur ansatzweise eine Chance gegen das Ding. Okay, Gewaldro, setz Ruckzuckieb ein. Boah, wieso so viel? Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass es die erste Challenge ist, die... Oh, nein! Das ist Dreck, Lucky, du warst. Ruckzuckieb, komm. Erdbeben, ja. Adieu, Lucky. Das ist so Bullshit. Hätte ich erstmal bei Schwalbos Jauler bei Zelda eingesetzt, würde das anders aussehen. Fuck! Dani, rein mit dir. Setz Biss ein, komm. Was soll man denn gegen so ein geboostetes Ding noch anstellen können? Drachentanz ist eine mega OP-Attacke. Ich bezweifle ganz stark, dass auch nur ansatzweise irgendwas hier in meinem Team gegen das Ding gewinnen kann. Ja, scheiße gelaufen, Matt. Es ist jetzt wirklich Dreck. Als Maul, WhatsApp. So, Nixer, rein mit dir und ja, das war's eigentlich auch mit dem Let's Play. Das passiert, wenn ich müde bin. Ja, das passiert, wenn ich müde bin. Hast du gut gemacht, Matt. Gut, Leute, das war's mit dem Let's Play von Pokémon Saphir Nuzlocke. Ist zwar ein bisschen schade, aber ich find's jetzt auch nicht so schlimm, weil damit habe ich Platz für andere Projekte und an der Stelle noch ein paar Schlusswörter für dieses Let's Play.
Zuallererst möchte ich sagen, dass mir dieses Let's Play wirklich, wirklich ziemlich sehr gefallen hat, denn viele Leute waren ziemlich aktiv bei diesem Let's Play dabei und das hat mich wirklich megamäßig gefreut. Und ich hoffe, dass ihr auch bei dem nächsten Pokémon-Projekt, das by the way auch eine Nuzlocke ist, wieder einschaltet, denn das wird Y. Ein Part habe ich schon aufgenommen davon. Und ja, das ist halt jetzt scheiße gelaufen. Eigentlich hatte ich vor, Saphir zu beenden. Also Champ zu besiegen und dann das Let's Play zu beenden, aber anscheinend, hat uns Wipke einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? So ein kleines bisschen. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare, für die Daumen hoch, für an sich die Views, für die Shares, für was weiß ich was, für die Abos und, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Projekt wieder dabei seid, denn Y wird, glaube ich, ziemlich geil. Und, kleine Random-Info, beim ersten Part habe ich so ein bisschen gefailt, weil das ganze Feeling mit dem 3DS ist eine völlig neue Sache für mich. Deswegen, kann es sein, dass ich mich dann und wann mal ein bisschen verhasple oder ein bisschen leiser bin als sonst, weil es ist halt wirklich ganz, ganz anders mit dem 3DS in der Hand zu Let's Playen. Und deswegen, Leute, hier an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle, aber nicht bei Saphir. Wahrscheinlich bei Omega Ruby oder Alpha Sapphire, je nachdem. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank für das geile Let's Play. Bis dahin. Euer Matt. Ciao.